Warnung. Sensoren melden Notfall. Was? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Ich erinnere mich an nichts. Ich kann mich nicht... Mein Gott, ich weiß nicht mal, wer ich bin.
Was denn? Kannst du nicht sprechen? Aber du verstehst mich, ja? Willst du mir was sagen? Ist das etwa alles, Beep? Was soll denn das heißen? Ja, ja, selber Beep Beep. Du bist ja ein Meister der Konversation. Okay, wie du meinst. Eigentlich könnte ich Gesellschaft vertragen. Ach, wie heißt du eigentlich? Pipo? Also gut, du heißt Pipo. Schön, dich zu lernen, Pipo. Türen entriegelt. Organismus ausgewählt. Anzeige von Informationen. Organismus ausgewählt. Anzeige von Informationen. Hey, was ist das? Anscheinend habe ich einen Namen. Russ. Russ Carsey. Aufwachprogramm aufgrund als notfalls geendet. Ursprüngliche Einstellungen? Ewigkeit. Ewigkeit. Sie wollten mich gar nicht aufwecken. Wenn nicht zufällig ein Notfall eingetreten wäre, wäre ich für immer Tiefkühlpizza. Sieht aus, als wären wir in einer Art Keller. Ich frage mich, was schlimmer ist, eingefroren oder lebendig begraben zu werden. Pipo, wer sollte mir sowas antun? Wir können nur rauf. Einverstanden. Mann, kein besonders schöner Tod. Ah, was ist das? Eine Krankheit? Hoffentlich nicht ansteckend.
Passwort korrekt. Tür entriegelt. Wer auch immer das hier gebaut hat, hatte einen seltsamen Humor. Wozu Schalter, die man nicht schafft?
Ich meine ja nur, aber du willst nicht... Ach so, ich soll also als Erster gehen. Pepo, warte doch! Hauptstromversorgung unterbrochen. Alle Systeme unterversorgt. Deaktiviere sekundäre Nebensysteme. Durch Zusammenfassung der Energie auf ein System, zeitweilige Aktivierung möglich. Achtung! Nachbarsysteme verbunden. Status ein oder aus ändert sich. Ersticke. Keine. Thank you.
Puh, danke, Pepo. Das war knapp. Jetzt weiter, du musst keine Angst haben. Was ist los mit dir? Du bekommst noch einen Kurzschluss. Was ist das für ein Geräusch? Unterbrechung eines elektrischen Relais. Stromversorgung ausgefallen oder unterbrochen. Notstromaggregat kann ohne Verbindung nicht weiterarbeiten. Unterbrochen? Nimm mich nicht auf den Arm. Wo ist dieses verdammte Relais? Ah, da ist ja das Relais. Da müssen wir...
Hey, ich brauch dich, Pipo. Bitte antworte mir. Beweg dich, komm. Na also, es geht doch. Überprüfe am besten kurz deine Systeme. Gott sei Dank, deine Stromkreise sind nicht geschmolzen. Ich muss hier raus, bevor ich aussehe wie dieser Typ da. Nein, schon zu spät. Ich bin bereits infiziert. Sein. Wie habe ich mir das geholt und vor allem was? Warum muss mir das passieren? Ich weiß nicht mal genau, wer ich bin. Vielleicht würde ich es dann verstehen. Was jetzt? Der Strom ist an, er sollte fahren. Los, verdammt, lass uns hier nicht sitzen. Wer da? Ich weiß, dass du da bist.
Da auch? Also war es doch ansteckend. Das gesamte Gebiet muss kontaminiert sein. Oh, Pipo, wenn du nur sprechen könntest. Deine Stromkreise sollen mal nachdenken. Es muss doch Antworten geben. Wenn du nur sprechen könntest. Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Kann ich was dafür? Ich würde alles darum geben, zu wissen, wer ich bin und warum ich... Ich muss Antworten finden, bevor mir diese Infektion das Licht ausknipst. Ich wusste es. Jemand ist hier. Und am Leben. Was zur Hölle? Das war's dann wohl. Nein! Pipo. Los, komm, Pipo. Du kommst durch, du schaffst es, Kumpel. Tu doch was, Pipo. Selbstdiagnose. Du kannst es. Lass mich nicht allein. Pipo!
Ich... Ich bin ja da. Aufwachen. Was? Nein, geh weg! Oh. Ich dachte, das Ding... Ich bin wirklich erleichtert und froh, einen anderen Menschen zu finden. Ich heiße Russ Carsey. Millie Asrai, schön, dass du da bist. Weißt du auch nicht mehr, was war? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Dann ist uns also genau das Gleiche passiert. Sieht wohl so aus. Wir beide müssen hier wieder rauskommen. Klar, du und ich. Da ist nur eins. Ich habe mich mit irgendwas angesteckt. Angesteckt? Womit? Vielleicht verwandle ich mich in so eine Kreatur. Wir suchen nach Hilfe. Keine Sorge. Aber versprich mir eins. Wenn es mit mir noch schlimmer wird, siehst du zu, dass du dich schnell in Sicherheit bringst. Verstehst du? Sag sowas nicht. Wir werden vorher Hilfe finden. Versprochen. So? Die wird's hier wohl nicht geben. Hier ist niemand. Also, dann mal los. Wo fangen wir an? Was ist das? Das? Ich weiß nicht. Ich... habe ich gefunden. Ich weiß nicht. Da steht Arna-Virus. Das könnte vielleicht die Antwort auf mein Problem sein. Meinst du nicht auch? Thank you.
Was hast du denn da? Ich weiß nicht. Sieht nicht gut aus. Da sind mehr Warnhinweise drauf als auf einem Atomkraftwerk. Sei bloß vorsichtig. Das war kein Spaß. Komm, hier geht's. Losgerollt. Du sollst vorsichtig sein. Entschuldigung, aber wenn wir hier raus wollen, müssen wir uns wohl auf einiges gefasst machen. Hier zu sein ist einfach schon ein Risiko, wenn du mich fragst. Was ist nur schuld an dieser ganzen Zerstörung? Vielleicht waren sie weniger... Halt! Der Zutritt zu
diesem Sektor ist ohne komplette Desinfektion verwehrt. Desinfektion? Wohl eher Dekontaminierung. Ach ja? Ich möchte vielleicht mal Kinder. Wirklich? Ja. Trotzdem, jemand sollte dem Computer sagen, dass er ein bisschen spät dran ist. Sollte man. Manche Computer kapieren's nie. Ich wünschte, der hier wäre wie Pipo. Der hat mich verstanden. Pipo? Wer ist Pipo? Mein Roboterfreund. Er hat mich gerettet. Doch er ist gestorben. Oh, das war SR9. Klar. Also... SR9? Was? Hast du... Oh, nein. Ach, nichts. Ich dachte... Ist egal. Er half mir, als ich von einem Mutanten angegriffen wurde und starb dabei. Erzähl mir von... Wie hieß er noch? Pipo. Wenn er jetzt hier wäre, hätten wir hier keine Schwierigkeiten. Wir müssen tun, was der Computer uns sagt und uns desinfizieren. Ross, hast du eine Ahnung, wie man die Desinfektionssequenz initialisiert? Ich hoffe, sonst können wir einpacken. Wir müssen erstmal an die Ausrüstung rankommen. Kann mir schon vorstellen, wie das geht. Warte hier auf mich. Nein, geh nicht fort. Ross! Damit bist du sicher. Wenn so ein Dings kommt, schieß einfach. Ich komm schon zurecht. Pass bloß auf dich auf. Ich bin sofort wieder bei dir. Ihr Passwort ist gültig. Warte auf... Da! Ach, dieser Idiot! Verdammt, jetzt steckt er hinter dem Turbolüftungsventil fest. Keine Panik, ich hol dich da schon wieder raus.
Virusanalyse. Bezeichnung künstliche Ribonukleinsäure. Arnavirus. Eigenschaft Retrovirus greift menschliche RNA-Proteine an. Arnavirus ist nicht gespeichert. Unbekannter Virustyp. Funktionsweise ordnet die DNA des infizierten Organismus um. Unterbricht genetischen Code des Wirts. Folgen erhöhte Stoffwechselfunktion des infizierten Organismus. Änderung der Zellstrukturen. Ergebnis ist die totale Veränderung des Wirtsorganismus, nicht länger menschlich. Prognose. Unumkehrbare Veränderung der Zellstrukturen führen zu Kollaps des Wirtsorganismus. Tod des Wirtsorganismus. Zu erwartende Sterblichkeitsrate des Wirtes liegt bei exakt 100%. Zu 100% tödlich. Dann habe ich keine Chance. Ein künstlicher Virus. Wer macht denn sowas? Millie, ob sie wohl auch infiziert ist? Dieser Virus wurde künstlich erzeugt, also muss es Heilung geben. Es gibt einen Weg, ihr zuliebe. Millie, kannst du mich hören? Ross, da bist du ja wieder. Geht's dir auch gut, Millie? Millie, bleib wo du bist. Ich werde dich dekontaminieren lassen. Hier geht gar nichts. Beginne mit der Desinfektionssequenz. Nimm die Pistole! Geht nicht! Sie klemmt! Millie, die Sicherung! Entsichere sie, Millie! Jetzt schieß! Suchst du vielleicht mich? Komm nur her! Millie, die Sicherung ist... Nimm das! Ich hab es, Russ. Es ist tot. Es lebt ja noch. Ende der Infektionssequenz in 40 Sekunden. Wie oft muss ich das verdammte Ding denn noch erschießen? Millie, bring dich in Sicherheit. Nein, ich lass dich nicht zurück. Noch 20 Sekunden. Es ist zu spät für dich. Hau ab! Schnauze, wenn wir gehen, dann nur zusammen. Noch 10 Sekunden bis zum Ende der Desinfektionssequenz. Wie? Dein Name? Nein, nein, niemals. Zutritt gestattet. Geh jetzt. Das Militär hält uns zum Narren. Wir müssen das Projekt beenden. Keine Panik. Wir sollten etwas finden, das das Leben verlängert und die Immunität des Körpers verbessert. Es gerät außer Kontrolle. Sie werden die Ergebnisse für Ihre Zwecke missbrauchen. Das ist zwar nicht vertretbar. Wie kannst du so denken? Wir können doch nicht tatenlos zusehen und die Augen davor verschließen.
Wir schaffen für sie synthetische Soldaten. Kampfmaschinen. Fairer Deal. Denn die medizinischen Vorteile... Das sind Killer. Übertreibt doch nicht immer so. Die Genmerkmale werden von uns immerhin verbessert. Wir sind doch im Grunde nichts anderes als Blumenzüchter. Blumen? Blumen töten niemanden. Das, was wir hier tun, ist falsch und tödlich. Nehmen wir an, hier ist irgendwo ein Leck? Gar nichts wird passieren. Wenn es ein Leck gibt und sich der Virus irgendwie ausbreitet, hat das undenkbare Folgen. Es wäre das Ende der Menschheit. Hallo, alles klar? Ich habe mir Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Ja, Gott sei Dank. Wo sind wir hier? In unserem... Sieht aus wie ein botanischer Garten. Wald. Was ist mit dir, Russ? Ist alles klar? Nein. Die Infektion breitet sich aus. Fass mich nicht an. Es ist... Kein Grund zur Sorge. Richtig, ist ja nur Schleim. Du bist doch noch gesund, oder? Sieht so aus. Gut. Vielleicht hat die Desinfektion bei dir ja was bewirkt. Wird wohl so sein. Gut so. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich hasse es, dich so zu sehen. Du wirst gesund. Denkst du? Da wäre ich nicht so sicher. Leise! Hörst du das? Millie, bleib bei mir!
Glück gehabt. Und wir leben. Schon wieder! Halte aus, Russ! Du schaffst es! Ich verbrenne! Mein Arm fühlt sich an wie Feuer! Sei stark, Russ! Sei stark! Oh nein! Nicht noch einer! Lauf, Millie! Renn schnell weg! Zurück, Millie! Russ! Schnell! Stopp den Aufzug! Ich halte ihn fest, solange es geht! Ganz guter Verfassung. Ich wünschte, ich könnte das so einfach glauben. Da, es wird schlimmer. Zeus? Ja? Wann erreicht der Reaktorkern den kritischen Punkt? Circa 67 Minuten bis zur totalen Zerstörung. Um sie hier rauszukriegen, bleibt nicht viel Zeit. Rettung ist problematisch. Sensoren signalisieren große Zerstörungen in allen Sektoren. Wir müssen sie retten, bevor die Metamorphose abgeschlossen ist. Seine Metamorphose ist nicht aufzuhalten. Sonst wird er sie angreifen, so wie die anderen. Ich weiß, er ist der Erste, der sich schrittweise verändert, nicht spontan wie seine Vorgänger. Ja, durch die langsame Veränderung könnte er die Metamorphose möglicherweise überleben. Vielleicht wird er unser erster Erfolg. Ein lebensfähiger Biogen-Organismus. Die Jahre der Forschung waren doch nicht umsonst. Schade, dass wir ihn trotzdem neutralisieren müssen. Wir benötigen ihn zu Studienzwecken. Schlage vor, ihn nicht zu vernichten. Nein, nein, das dürfen wir nicht. Wir können ihn außerdem an keinem Ort der Welt wirklich sicher verwahren. Wenn wir ihn von Milli trennen, wird ihre Rettung erschwert. Keine Entschuldigungen. Nur ihre Rettung interessiert mich. Und sein Ende. Klar? Verstanden. Wir müssen jetzt weiter, Russ. Glaubst du, du schaffst es? Es tut kaum noch mehr weh. Brechen wir auf. Wie kann er nur so lang durchhalten? Das Arna-Virus führte doch bisher in eine unmittelbare Veränderungsperiode. Ich sollte mich freuen. Endlich haben wir mit Russ unseren ersten Erfolg. Millie! Hier, Russ! Ich bin hier! Wir haben wirklich keine Zeit. Gehen wir! Ich komme ja schon, Russ. Ich muss schnell einen Weg finden, um den Virus zu zerstören. Ohne Rücksicht auf das Projekt. Er ist mehr wert. Thank you.
Was ist das da unten? Kommst du da ran? Wenn ich den Boden sprenge. Wenn ich das Virus aus seinem Körper bringen will, muss ich ihn schnellstens ins Lystra-Labor schaffen. Passwort korrekt. Türe entriegelt. Eine Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier durch. Es gibt nur diesen Weg. Springen? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Vielleicht können wir die Spalte überbrücken. Ich sehe mich um, ob ich etwas finden kann. Okay. Thank you.
Betreff das Counterfeit-Projekt. Counterfeit-Projekt? Protestbrief. Ich bin sehr betroffen, dass das Nationale Verteidigungskomitee starken Druck auf das Lystra-Labor ausübt, um unsere friedliche Forschung durch Behandlung unserer Klone mit dem Arner-Virus aufs Schlimmste zu missbrauchen. Trotz der Verbesserung der Sinneseindrücke bei den behandelten Subjekten werden diese durch Auslöschung der Erinnerung zu Sklaven. Die logische Folge ist die Erschaffung von geistlosen, willigen Soldaten. Erinnerungsauslöschung? Ich verwehre mich entschieden gegen die Intervention des Verteidigungskomitees in die Arbeit des Lystra-Labors. Unsere Absicht war friedlich. Nutzung der genetischen Gegebenheiten im Kampf gegen Krankheiten zur Stabilisierung der Menschheit durch flexible und schnelle Entwicklung, Widerstandskraft und Zähigkeit. Die Übernahme unserer Arbeit durch das Militär ist kurzsichtig und gefährlich. Dies darf nicht passieren. Deshalb fordere ich die sofortige und bedingungslose Beendigung des Counterfeit-Projekts. Gezeichnet Millie Azurai, stellvertretende Projektleiterin. Das war Millie. Sie hat's von Anfang an gewusst. Millie, komm her. Du schuldest mir eine Erklärung. Hast du diesen Brief geschrieben? Ich weiß nicht. Natürlich ist er von dir, sonst stünde dein Name nicht drauf. Das Virus zerstört das Erinnerungsvermögen. Millie, dich hat's nicht erwischt. Du kannst dich noch erinnern. Belügst du mich? Erinnerst du dich an diesen Brief? Was ist das für ein Virus?
Und wer sind wir? Sag schon. Du weißt doch, was hier vorgeht. Nein, weiß ich nicht. Ich erinnere mich an nichts. Es tut mir leid, ich zweifle nicht an dir, aber... Zeus, du Narr! Du hast Millis Bericht nicht zerstört. Ich bin ein Computer. Ich kann kein Narr sein. Ach ja? Es war fatal, dass er ihn gelesen hat. Der Vorfall wird keinerlei Konsequenzen haben. Unnötig, sich aufzuregen. Die Information ist ohne Nutzen. Tatsächlich? Du weißt nichts von menschlichen Emotionen. Ich weiß nicht, was er tut, wenn er die Wahrheit über sie herausfindet. Er ist labil, misstrauisch, hat Angst. Was denkst du, macht er, wenn er herausfindet, dass sie für seinen Zustand verantwortlich ist? Interessante Frage. Ist doch ganz klar. Millie gehört zu uns. Wir haben Ra's erschaffen. Wenn er das erfährt... wird er versuchen...
ist das da unten? Kommst du da ran? Wenn ich den Boden sprenge. Eine Magnetkarte. Ohne Schloss nicht viel wert. Vielleicht... Ah, was? Ah, Millie, ich kann nicht weiter. Es ist vorbei, Millie. Kämpfe! Lauf, Millie! Verschwinde! Türen sind offen. Arme Roz, ich werde dir versprochen. Erfolg. Subjekt hat die Transformation überlebt. Eine lebensfähige Biogeneinheit. Erfolg? Fürchterlich. Millie lebt. Gott sei Dank. Physische Transformation wurde erfolgreich durchgeführt. Geistige Funktionen erfordern noch Feineinstellung. Einstellung? Er ist doch völlig durchgedreht. Korrekt. Das fordert das Militär. Wir müssen dieses Subjekt erhalten. Dazu gibt es wirklich keinen Grund. Er interessiert mich nicht. Er muss sterben. Millie will ich... müssen wir retten. Virenisolationssequenz eingeleitet. Suche nach Arna-Virus. Arna-Virus wurde isoliert. Keine Viren vorhanden. Roz, kannst du mich verstehen? Ja. Millie? Was ist denn passiert? Es wird alles wieder gut. Schau! Mein Arm, es ist weg. Genau, alles wie vorher. Und wie? Entfernt, ganz einfach. Der Virus ist entfernt? Na klar, habe ich doch versprochen, oder? Warum wusste sie wie?
Fall. Evakuierung einleiten. Wiederhole. Ein Erdbeben der Stärke 8,9 hat... Hier ist Epizentrum. Nachbeben. Notfallmaßnahmen werden eingeleitet. Instabilisierung der Chirurgenaufbewahrung. Infiziertes Objekt auf freiem Fuß. Suchen Sie sofort den Hauptcomputerraum im oberen Stockwerk auf. Das ist also an allem schuld. Ein Erdbeben. Deshalb sind die Monster frei. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Unsere Arbeit. Alle Versuche. Ich gehe hier nicht so einfach weg. Reg dich nicht auf. Zeus hat alles Notwendige bereits evakuiert. Das Zentrum muss zerstört werden, damit der Virus nicht freigesetzt wird. Die Subjekte! Subjekte, dass ich nicht lache. Ich weiß genau, was du willst. Den Klon. Vergiss es, völlig unwichtig. Du wagst es. Sie ist alles, wofür ich gearbeitet habe. Sie ist nur ein Klon, kein Mensch. Niemand setzt sein Leben für einen Klon aufs Spiel. Idiot! Sie ist mehr als ein Eintrag in eurem Logbuch. Sie ist menschlich. Ebenso menschlich wie du und ich. Denk nach, sie ist ein Klon. Bestimmt kein Mensch. Was soll denn diese Diskussion? Die Selbstzerstörung beginnt in 24 Stunden. Und wir... Ich habe das nicht angeordnet. Hoffentlich habe ich noch Zeit, sie zu retten. Sonst seid ihr dran. Nun mal langsam. Wir mussten es tun. Niemals. Ich werde sie hier nicht zurücklassen. Mein Mädchen. Mein Mädchen. Millie. Ein Klon? Millie, weißt du eigentlich, was ihr da sagt? Du? Ein Klon? Richtig. Dein Gedächtnis. Wurde nicht ausgelöscht. Es war nie weg. Du hast gelogen. Warum hast du mir nichts gesagt? Ganz so einfach ist es nicht. Mein Gedächtnis ist von vor dem Tod. Vor deinem Tod? Ich verstehe dich nicht. Ich erinnere mich an sie. An Millie. An ihr Leben und an Liebe. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Mit mir. Mein Tod ist das Letzte, was ich noch weiß. Ihr Tod. Verstehst du? Das kann ich nicht glauben. Du bist so echt. Ich bin echt. Nur eben nicht Millie. Tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Beantworte mir nur eine Frage. Wer bin ich? Ich werde es dir erklären. Hä? Millie, hörst du mich jetzt? Wer ist das? Endlich! Sie hören mich. Antworte, wer da? Millie, hör mir jetzt bitte gut zu. Keine Zeit für Erklärungen. Das Zentrum wird sich selbst zerstören. Ich weiß. Du weißt? Dann raus hier, du hast nicht viel Zeit. Ich kann ihn nicht verlassen. Bist du übergeschnappt? Komm jetzt! Keine Sorge. Ich habe den Virus aus seinem Körper isoliert. Völlig. Das war umsonst. Aber glaub mir doch, er ist ungefährlich. Das ist mir völlig egal. Er muss sterben. Dann muss ich das auch. Nein, geh jetzt. Du musst meine... Das war nicht ich, das war eine andere Millie. Alles, was ich mit ihr gemeinsam habe, ist die DNA. Sonst gar nicht. Was redest du da? Du bist doch meine... Dieser Mann, er ist es nicht wert. Er ist doch schuld an Millies... Deine Frau ist tot. Ich liebe diesen Mann. Du liebst mich. Ich habe dafür gesorgt. Durch dein Gedächtnis. Hör nicht auf diesen Kerl, Ross. Wir müssen gehen. Interessante Wendung. Ruhe! Du
sind unberechenbar. Es gibt noch einen Weg, sie zu holen. Mit Gewalt? Wenn es sein muss. Das war vorhersehbar. Ein Irrtum war unmöglich. Ich will sie nicht verlieren. Und ihre Gefühle? Schnauze! Ich will dieses elektronische Psychogefasel nicht hören. Thank you.
Das hier sind die Armaturen. Kannst du steuern? Ich versuch's mal. Oh nein, nicht noch ein Beben! Ein Nachbeben! Komm schon, los! Jetzt oder nie! Alles klar? Alles klar! Spring! Geht es dir gut? Ich bin okay.
Hast du ihn eliminiert? Keine Zeit. Ich musste sie da rausholen. Geht es ihr gut? Sie braucht nur Schlaf. Uns bleibt noch ein bisschen Zeit. Verstanden. Ein Wissenschaftler? Ich glaub's nicht, das bin... Die Wissenschaftler tot hatten wohl keine. Identifizierungscode 771327. Halt! Keinen Schritt näher! Es ist wirklich erstaunlich, dass du noch lebst. Du lässt mir keine Wahl. Ich muss dich wohl selbst töten. Was wollen Sie von Millie? Was wohl? Weitermachen wie bisher, als Mann und Frau. Millie ist tot. Diese Frau gehört nicht zu Ihnen. Halt's Maul! Das geht dich nichts an. Wie du siehst, ist sie ein perfektes Duplikat. Sie ist durch und durch Millie. Tja, aber sie liebt sie nicht. Und glaubst du, sie liebt dich? Du hast keine Ahnung, wie anmaßend das ist. Ich habe ihrer Wiederherstellung jede Minute meines Lebens gewidmet. Ich werde sie sicher nicht deinetwegen aufgeben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Nein, sie ist wieder bei mir.
Zwischen uns wird es wieder wie früher sein. Wer sind Sie eigentlich? Weißt du das noch nicht? Ich bin Ras Kasi. Nein! Zeus, mach bitte mehr Licht. Du bist nur ein Klon von mir. Ich ein Klon? Das ist nicht wahr. Du bist nur ein Laborexperiment aus einem Haar meines Kopfes. Du bist ein Nichts. Sie lügen. Du weißt, dass es wahr ist. Wo sind deine Erinnerungen? Ich hab sie dir genommen. Eine Laborratte braucht keine Erinnerungen. Du bist nur ein kleiner Teil eines Langzeitversuches. Und der Versuch ist jetzt beendet. 10 Minuten bis zur Zerstörung. Gut. Millie und ich sind schon auf dem Weg. Sobald ich das letzte Detail ausgeführt habe. Den letzten Klon vernichten. Lieber tot als mit so einem Bösen wie dir zusammen. Du liebst mich, du bist meine Frau. Du bist so bedeutungslos wie Haare in einem Reagenzglas. Du wirst ihm nichts tun. Ich liebe ihn. Deine Millie ist tot. Ich habe dir etwas geschenkt. Dein Leben. Mach's gut. Es wird so wie vorher. Du bist schuld. Wenn du nicht wärst, würde sie mich lieben. Sie würde sie nie lieben. Sie sind ein eiskalter Killer. Killer? Es war kein Mord, es war notwendig. Die anderen, sie wollten Millie zurücklassen, sie hier sterben lassen. Es war kein Mord, es war zu ihrem Besten. Das war's, Klon. Hasta la vista. Nein, nicht! Nachbeben! Nein! Das ist nicht fair! Nein! 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 Ich war so nah dran. Beinahe wieder der Alte. Das kann ja wohl nicht sein. So wie ihr es wolltet. Eine lebensfähige biogenetische... Zeus, öffne die Tür. Identifikationscode ungültig. Ich bin Ras Kasi. Nicht verifizierbar. Es existieren zu viele Ras Kasis. Was jetzt? Mich doch. Identifikationsmuster erkannt. Speicherlist ist erneut positiv. Verifizierung positiv. Hallo Ras Kasi, schön Sie wiederzusehen. Durchgang erlaubt. Danke.
nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, ihr läuft uns davon. Was jetzt? Was ist das? Einfach Augen zu und durch. Das fehlt uns jetzt noch. Tu was schnell! Er wird hier reinkommen. Hier, nimm! Geschafft. Thank you.
Außentore offen. Durchfahrt frei. Bist du der echte Russ? Ich weiß nicht. Ich bin mir nur einer Sache sicher. Ich bin mein wahres Ich.